Der Titel heute ist mindestens so gefährlich, was ein Zitat von Adenauer ist. Und es geht letztendlich um den Antikommunismus in der BRD. Der Grund, warum ich auf die Idee gekommen bin, diesen Vortrag zu halten, ist, es gab irgendwie ich nenne es mal so drei Thesen oder Ideen, die mir immer wieder über den Weg gelaufen sind, wo ich mir gedacht habe, okay, so ganz stimmt es ja nicht und vielleicht sollte man nur ein bisschen intervenieren. Die erste These war, dass es quasi die Vorstellung gibt, zumindest in Deutschland, wenn Leute von Antikommunismus oder Antikommunismus denken, das erste, was ihnen einfällt, ist McCarthy, den später eingehen werde, was ich vor allem aus deutscher Perspektive immer leicht bizarr finde, warum Deutsch als allererstes an diesen amerikanischen Senator denken, der genau 3 Jahre lang das betrieben hat, was heute legendär ist. Die zweite war, diese Vorstellung Antikommunismus war so eine kalte Kriegsphase, so eine gewisse Episode, die ist jetzt irgendwie vorbei. Es gibt noch ein paar, die hängen ja an, aber eigentlich hat sich das ja glücklicherweise erledigt. Und die dritte These ist eben die, quasi man könnte, also der Antikommunismus in der BRD ist einfach nur eine Episode, so eine historische, und das hat sich jetzt irgendwie erledigt. Und da möchte ich mal den Vortrag versuchen, das ein bisschen, diese Vorstellung ein bisschen aufzubrechen. Der Vortrag ist letztendlich 4 gegliedert. Am Anfang gibt es eine Definition des Ganzen, weil es ist immer so ein bisschen, es gibt immer so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich Antikommunismus, was ist es nicht? Also werde ich erstmal, damit das Ganze sinnvoll funktionieren kann, kurz vorstellen, was ich darunter verstehe. Dann werde ich ein bisschen auf die Geschichte des Antikommunismus in Deutschland eingehen, seine verschiedenen Phasen, werde allerdings jetzt für den Vortrag quasi eigentlich schon in den 70ern, 80ern aufhören. Alles, was quasi, deswegen auch BRD explizit, alles, was dann nach der Wende passiert ist, werde ich in dem Vortrag eigentlich nicht mehr behandeln, aber wer möchte, kann mir in der Diskussion darauf eingehen. Dann gibt es noch einen internationalen Vergleich, das ist ein bisschen kürzer, wo ich quasi nur mal die BRD zur damaligen Zeit mit anderen Ländern vergleichen will. War das in der BRD wirklich sowas, was alle gemacht haben, oder war das in der BRD doch was nicht ganz so Übliches, was da unter der Form des Antikommunismus gelaufen ist. Und als letztes möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, der, also ich habe zumindest das Gefühl, weil ich habe relativ viel dazu gelesen, oft ein bisschen kaum kurz behandelt wird, ist nämlich, ich habe es mal Antikommunismus als Vergesellschaftung benannt, quasi, inwiefern war wirklich der Antikommunismus nur so eine Art politische Verfolgungsangelegenheit oder inwiefern ist es wirklich ein zentrales Moment in der Gründung und Vergesellschaftung der BRD gewesen. Das ist also eher ein bisschen soziologisch, wenn man das so nennen möchte. So, nun fange ich mal mit der Definition an. Ich habe mich da so mal teilweise Formulierungen vom Verfassungsschutz bedient, nämlich mit aktiv-kämpferischen Haltung, dass ein Ziel die Verunmöglichung des Kommunismus ist. Wenn es aktiv-kämpferische, kennt man ja vielleicht, so man beschreibt, ist ja nicht der Verfassungsschutz, Verfassungsfeinde. Und das ist auch insofern wichtig, denn für mich ist der Antikommunismus im Verhältnis zum Kommunismus wie der Antifaschismus zum Faschismus. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, also nur wenn man etwas kritisiert am Kommunismus oder an ihren Protagonistinnen oder keiner ist, ist man noch lange kein Antikommunist. Oder entsprechend ist man natürlich auch kein Antifaschist, nur wenn man kein Faschist ist. Es gehört einiges mehr dazu. Es gehört nämlich, wie gesagt, aktiv, das heißt, wir reden von Leuten, die sich durchaus dafür einsetzen, die dafür Dinge tun. Kämpferisch, die eben das auch sehr, durchaus penetrant, teilweise als Mission verstehen, den Kommunismus zu bekämpfen. Und ich habe jetzt die Verunmöglichung genommen, weil es natürlich eine gewisse Bandbreite gibt. Ich meine, antikommunistische Aktivitäten können anfangen mit, ich mache einfach nur Propaganda, ich verteile Flyer, Poster etc., um zu sagen, okay, was die Kommunisten wollen, das ist scheiße, so, das können wir nicht tolerieren, bis hin zum Massenmord. Und all das, was dazwischen ist, jetzt über eben körperliche Angriffe, Berufsverbote, Haft etc., das ist natürlich alles noch mit inbegriffen. Und dieser Spannbreite wurde der Antikommunismus immer wieder auch in Deutschland exerziert. So, es ist also in dem Fall nicht einfach Leute, die keine Kommunisten sind, sondern Leute, die letztendlich für eine Welt kämpfen, in der es keine Kommunisten gibt. Nie wieder. Niemals. So. Und was, glaube ich, wenn es eine zentrale Sache gibt, die man sehen kann, wenn man sich mit Antikommunismus beschäftigt ist, weil ich meine, Antikommunismus kommt ja oft so mit Freiheit und Menschenrechten so als Flagge in der jeweiligen Hand. Aber es gibt eine Sache, ist, glaube ich, die zeigt sich, dass für einen Antikommunisten die Freiheit
also die Rechte und die Menschenwürde eines Kommunisten und eines Nicht-Kommunisten nicht dieselbe ist. Denn sonst hätten sie letztendlich das, was sie getan haben, wohl nicht getan. So, jetzt komme ich mal zur Geschichte des Antikommunismus. Wenn die Geschichte des Antikommunismus ist letztendlich so alt wie der Kommunismus selber. Karl Marx war ja nicht aus Liebe zu Fisch und Chips in London, sondern weil er gesucht worden ist in Preußen mit Haftbefehlen. Und ich meine, der preußische Geheimdienst hat ihn sogar noch observiert, als er bereits in London war. Da gibt es ja diese nette Geschichte mit einem Agenten, der sich als Chirurg ausgegeben hat. Und Karl Marx fragt ihn dann, wie man seine Hämorrhoiden behandeln lassen kann. Und das Ganze zieht sich eben weiter. Ich meine, die Kommunisten wurden, ja, das gibt es einen schönen Fehler, wurden immer wieder verfolgt. Und so, nachdem es dann dieses Deutsche Reich gab, war natürlich ein Höhepunkt, waren die sogenannten Sozialistengesetz von Bismarck, in der schlicht und ergreifend die damalige SPD verboten wurde. Das war so ein Gesetz, das war immer, musste immer verlängert werden, das hat man eine Zeit lang gemacht. Es durften also quasi keine sozialistischen Parteien, Vereine, Gewerkschaften durften existieren. Hat sich später gezeigt, das hat nicht so ganz funktioniert. Die waren dann eben unabhängige Kandidaten und wurden trotzdem gewählt. Dann gab es dann diese nette Idee mit den viele Deutsche, die da gestolz sind, sie Bismarcks Sozialgesetzgebung, dessen Ziel ja ganz klar war, okay, wir können die Sozialisten irgendwie, wir können sie nicht verbieten, auch die ganze Zeit sie einsperren, bringt irgendwie nicht allzu viel, das macht die nur noch wütender. Gehen wir doch einfach ein bisschen Sozialstaat und neben dem Ganzen den Drive weg. Und deswegen gibt es ja dann durchaus die These, dass ja Marx unter anderem deswegen historisch gesehen Unrecht hat, weil er eben Recht hatte. Denn dass das Arbeitertum verelendet und dass irgendetwas passieren muss, das wussten nicht nur Kommunisten. Deswegen war eben auch die deutsche Sozialgesetzgebung von Anfang an letztendlich ein antisozialistisches, antikommunistisches Initiative gewesen. Das Ganze zieht sich eben weiter, dann bis zur Novemberrevolution. Die Sozialistinnen, Sozialdemokraten, Republikaner, Liberale, wie auch immer, beteiligen sich an dieser Revolution. Das ist ja interessanterweise eine Revolution, die Deutschen nicht feiern. Weil normalerweise feiern Länder ja solche Revolutionen, wenn sie sich von der Monarchie befreit haben, die Deutschen nicht. Die war auch erfolgreich, es gab nur ein Problem, nicht alle waren damit zufrieden, dass es jetzt einfach nur eine Republik ist. Manche wollten weiter. Aus der USPD wurde dann später die KPD, aber die SPD unter Friedrich Ebert, der ja bekennender Revolutionshasser war, hat dafür gesorgt, dass es nicht so weit kam. Das heißt, die ersten eigentlich Massaker und Angriffe an Kommunisten wurden von Freikorps, autorisiert von der SPD, durchgeführt. Und auch die Hinrichtung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht war mit der SPD abgesprochen. Also auch, da zeigt sich schon, dass später ist, es ist nicht nur ein konservatives Ding, es ist auch ein sozialdemokratisches Ding. Und in der Weimarer Republik gab es das immer wieder. Ich meine, die SPD ist teilweise so weit gegangen, als dann SPD und KPD zum Beispiel in Thüringen eine Regierung aufgebaut haben, hat Ebert die Reichswehr geschickt, um klarzumachen, dass eben die SPD lieber mit Freikorps, aus denen ja später die NSDAP sich rekrutierte, zusammenarbeiten wird, als mit Kommunisten. Und ich meine, ihr kennt wahrscheinlich noch die Geschichten mit der Justiz in der Weimarer Republik, wie die drauf war. So, und dann kam eben das Dritte Reich. Und einer der ersten, ja, die KPD wurde verboten. Diese Kommunisten konnten dann gleich mal herausfinden, was es mit diesen KZs auf sich hat, von denen wir alle sprechen werden. Die wurden nämlich gleich mal in dieses neue Dachau geschickt. Und bis zum Ende des Dritten Reichs schätzt man zwischen 200.000 und 250.000 deutsche Staatsbürger wurden wegen politischen Gründen inhaftiert. Sei es jetzt in Zuchthäusern oder Konzentrationslagern. Wie gesagt, das sind jetzt nur die deutschen Staatsbürger, die aus politischen Gründen gelandet sind. Ich meine, es sind natürlich noch weitaus viel mehr Menschen von den Nazis inhaftiert und vernichtet worden. Und dann, 1941, begann letztendlich der wahrscheinlich barbarischste aller antikommunistischen Aktivitäten, nämlich der Krieg gegen die Sowjetunion. Das Ganze war natürlich, es gab viele Motive, Lebensraum im Osten, keine Ahnung, die Slawen irgendwie versklaven, aber einer der Motive, die auch immer wieder betont wurden, war das hier, nämlich hier verteidigt die 3000-jährige europäische Kultur gegen den Bolschewismus oder auch ganz nett Sieg oder Bolschewismus. Das heißt, es war auch von Anfang an klar für die Nazis, das ist letztendlich ein Kampf gegen den Bolschewismus, den Kommunismus, den rotten wir mit Stumpf und Stiel aus. Also, wie gesagt, interessant, wenn ein Deutscher bei Antikommunismus an McCarthy denken, obwohl sie selber ja zwischen 25 und 30 Millionen Menschen allein in der Sowjetunion umgebracht haben. Deswegen, und von diesen waren ja, man kann eigentlich fast schon sagen, ist eigentlich bezahlbar, es waren ja gerade mal 5 Millionen davon Soldaten. Die anderen waren Zivilisten.
Und einer der ersten Order, die es überhaupt gab beim Angriff auf die Sowjetunion, war Politkommissare. Also überzeugte Kommunisten sind als allererstes zu erschießen. Es war also, wie gesagt, der Antikommunismus hat auch da ein zentrales, wenn nicht sogar einer der zentralsten Rollen beim Angriff auf die Sowjetunion gespielt. So, jetzt war dann allerdings irgendwann glücklicherweise und wenn auch viel zu spät das Dritte Reich vorbei. Und die Nazis haben verloren und die Kommunisten haben jetzt gedacht, okay, jetzt wird endlich alles anders. Es gab zum Teil jetzt eben das Gebiet, was die Sowjetunion kontrolliert hat. Da sind natürlich viele hin, die sich dort engagiert haben. Ja, man muss vielleicht noch, also Leute wie Erich Honecker zum Beispiel, die haben ja das Ganze im Knast dann irgendwie erlebt, konnten sich da engagieren. Es gab auch einige, die wollten eben, die Vorstellung war ja am Anfang, man ging nicht davon aus, dass Deutschland geteilt wird, sondern ganz Deutschland sollte irgendwie am besten sozialistisch werden. Also gab es auch viele im Westen. Und die KPD war auch eine der ersten Parteien, die überhaupt sich wieder gegründet hat. Am Anfang wurden die auch durchaus in wichtige Positionen gesetzt. Ich glaube, der Essener Bürgermeister, der erste war einer von der KPD. Die erste Regierung in Bayern war Beteiligung der KPD. Die waren also am Start. Relativ schnell zeigte sich aber, dass das so nicht weitergehen wird. Also die neu gefundene Freiheit und Betätigungsmöglichkeit der Kommunisten wird höchstwahrscheinlich sein Ende nehmen. Und hier nochmal vielleicht zur Illustration, wie das dann Anfang der 40er war, als es die ersten Wahlen gab. Da hat man noch lustigerweise alle Parteien so ein bisschen in der Vergangenheit gekramt. Denn so wie die SPD offensichtlich noch das kommunistische Manifest 48 vollenden wollte, jetzt wollten sie dann irgendwann nicht mehr, gibt es noch dieses schöne Plakat von der CSU mit einem durchaus bekannten Motiv. Da sind es auf einmal eben die Sozialdemokraten und nicht mehr die eurasischen Bolschewisten. Aber letztendlich so eine Art Symbolik, wie wir sie hier bei der CSU, das wohl auch von der CDU benutzt, haben das gleiche Motiv gehabt, wird sich dann eine Zeit lang weiterspiegeln, denn beim Antikommunismus hat man natürlich sehr gerne auf das zurückgegriffen, was man schon im Dritten Reich erprobt hat. So, ich habe es jetzt mal Mobbing genannt, aber letztendlich die Diskriminierung von Kommunisten begann bereits bevor es die Bundesrepublik Deutschland gab. Also 48 als zwei zentrale Momente war, die Gewerkschaften haben quasi beschlossen, Kommunisten nicht mehr in Führungspositionen zu lassen. Es gab damals so ein Gespräch mit der amerikanischen Regierung, die haben gesagt, okay, wenn wir diesen Marshallplan machen, dann könnt ihr aber nicht die Kommunisten in den Gewerkschaften lassen. DGB sagte, kein Problem, die hauen wir raus. Haben sie dann auch gemacht. Und die SPD hat auch 48 bereits beschlossen, dass die Mitgliedschaft im VVN als Sozialdemokrat nicht geht. Für die, die es nicht wissen, der VVN, die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, war letztendlich eine Organisation von Leuten, die aus politischen Gründen eben in Konzentrationslagern und Gefängnissen waren. Und das waren natürlich nicht nur Kommunisten, das waren auch viele Sozialdemokraten. Aber als 48, also gerade mal 3 Jahre danach, hat die SPD beschlossen, dieses Anliegen offensichtlich nicht mehr vertreten zu wollen. Und viele Sozialdemokraten sind eben raus, sonst wären sie aus der SPD geflogen. Bereits 1950, ein Jahr nach Gründung der BRD, gab es den Adenauererlass. Der ist mehr oder weniger das, was dann später als Berufsverbote bekannt wird. Es durften nämlich Mitglieder von KPD, VVN, FDJ dürften nicht für den Staat arbeiten. Was in gewisser Weise natürlich für die Entsprechenden schon mal sehr irritierend war, aber es gab ja noch so ein anderes Gesetz, dass quasi alle Leute, die vor 38 oder nach 38 im deutschen Staatsdienst waren, also Nazi-Funktionäre übernommen werden mussten. Und so war in den 50er Jahren sowieso kaum Platz für neue Leute. 51 gab es dann quasi bereits das Verbot der FDJ, denn die FDJ hat nämlich etwas sehr Schlimmes gemacht. Sie hat eine Volksbefragung gestartet gegen die Wiederbewaffnung. Es ist nämlich relativ bald klar, dass mit von nie wieder Krieg nicht in der BRD. Es soll wieder eine Bundeswehr aufgebaut werden. Viele waren dagegen, die Mehrheit der Deutschen war dagegen. Die FDJ hat sich gedacht, okay, das war mal eine Volksbefragung noch früher. Das Problem war, im Grundgesetz steht nichts von Volksbefragung zu was anderem aus dem neuen Grundgesetz. Ergo, verfassungsfeindlich, ergo, FDJ wird verboten. Und 56, dann die KPD. Dazu muss man sagen, der Antrag zum Verbot der KPD wurde bereits viel früher gestellt. Es hat noch ziemlich lange gedauert, weil sich nämlich selbst die Gerichte damals überhaupt nicht einig waren. Also eigentlich haben sie sich sehr unwohl dabei gefühlt. Und sie wollten halt, haben immer der Adenauer gefragt, muss das sein? Er sagt, ja, das muss sein. Und dementsprechend wurde dann die KPD nach 4 Jahren Verhandlungen endgültig verboten.
Und bis heute ist es so ein sehr interessantes Gerichtsurteil. Es wird ja nämlich unter anderem auch vorgeworfen, sie tritt für die Wiedervereinigung ein. So, weil es geht ja irgendwie nicht, weil es wäre dann irgendwie DDR-Annexion. So. Aber es gab eben nicht nur klassisch staatliche antikommunistische Aktivitäten. Es gibt noch etwas, das habe ich jetzt mal zivilgesellschaftliches Engagement genannt. Unter anderem finde ich da bemerkenswert den Bund der deutschen Jugend und die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. So, was waren das für schöne Institutionen? Der Bund der deutschen Jugend war eine Organisation, die sich quasi als Gegenpol zur FDJ verstanden hat, hat sich ihr Personal vor allem allerdings aus SS, Gestapo, Wehrmachtsleuten rekrutiert und hatten eben Propaganda, wie später dann rauskam, als nämlich ein SS-Offizier aussteigen wollte, auch sogenannte Todeslisten angefertigt. Es gab so eine Karteikarte mit, man weiß nicht, 40 bis 80 Namen von Leuten, die, wie sie dann später zugegeben haben, kaltgestellt werden sollten im Fall des Falles. Und diese Organisation war, wie die Kampf gegen Unmenschlichkeit, vor allem finanziert worden von dem Ministerium für gesamtdeutsche Fragen, dem Innenministerium und der Zentrale für politische Bildung. Die ist dann später, die ist dann bis 63, ist die allerdings noch Zentrale für den Deutschen Heimatdienst. So, genau. Und wie dann später rauskam, hatten die bereits Leute in der SPD schon eingeschleust, ne, weil sie wollten halt so Leute wie den Wehner ausschalten im Fall des Falles. Und auch die Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit ist eine tolle Organisation. Die offiziell hat sie quasi einen Suchdienst gehabt, um zu schauen, wer in der DDR alles so verschwunden gegangen ist und wie man die Leute da rausholen kann. Man hat stolz mal erzählt, dass man mehrere Millionen Flyer hat drucken lassen. Es ging ja, wie gesagt, Ministerium für gesamtdeutsche Angelegenheiten, CIA, haben da Geld reingepumpt. Einer der Gründer des Ganzen war interessanterweise Ernst Bender, damals JU-Vorsitzender in Berlin und späterer Verfassungsrichter. Das Ding war, sie haben natürlich nicht nur das gemacht. Unter anderem haben sie versucht, SED-Leute umzubringen, Häuser in die Luft zu sprengen, Brücken in die Luft zu sprengen, weil sie dann auch angefangen haben, im großen Stil Nervengift in die DDR zu transportieren, war es in der Stasi einfach zu bunt und sie hat den Laden auseinandergenommen. Was natürlich ein Skandal war in der BRD, weil wie konnten die das tun, diese Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit auseinanderzunehmen. Aber man hat dann später doch beschlossen, nicht mehr gern darüber zu reden. Aber noch, was ich vergessen habe, der Bund der deutschen Jugend wurde übrigens vom Innenministerium selbst verboten. So, also die Organisation, die sie selbst finanziert haben, mussten sie selbst verbieten. So sah also Teile des zivilgesellschaftlichen Engagements in der BRD aus. Aber irgendwann hat man beschlossen, es doch wieder einigermaßen gut strafrechtlich anzugehen. Und man hat beschlossen, okay, das Grundgesetz als solches und das Strafrechtssystem bisher funktioniert nicht. Es ist zu schwach. Deswegen hat man sich neue Straftatbestände ausgedacht. Und ich hab mir hier kurz von Jan Korte ein Buch, wo das mal kurz aufgelistet ist, welche Straftatbestände sie alle für Kommunisten und gegen die kommunistische Bedrohung alle geschaffen haben in ein paar Jahren. Ich lese es mal auszugsweise kurz vor. Neben dem klassischen Hoch- und Landesverrat wurden als Straftatbestände unter anderem eingeführt hochverräterisches Unternehmen, landesverräterische Fälschung, Verstoß gegen verbotene Vereinigungen, fahrlässiger Landesverrat, Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens, verfassungsverräterische Zersetzung, Staatsgefährdung, staatsgefährdende Störungen, Verfassungsverrat, verfassungsverräterische Vereinigungen, verfassungsverräterischer Nachrichtendienst, landesverräterischer Nachrichtendienst, Verunglimpfung des Staates, seiner Symbole und Organe, Geheimbündlerei, kriminelle Vereinigungen und so weiter. Es waren, glaube ich, insgesamt 40 neue Straftatbestände, die man sich ausgedacht hat, um endlich dieser Kommunisten habhaft zu werden. Denn von 56 bis 68 gab es quasi was wie kommunistische Wiederbetätigung, das war strafbar, denn die KPD war verboten. Und überall, wo Kommunisten am Werk waren, war das eine kommunistische Organisation. Und deswegen wurden, also inzwischen weiß man, also man geht von mindestens 125.000 Verfahren aus, die damals geführt worden sind. Für ca. 7.000 hat es dann auch für den Knast gereicht. Und ja, später kann ich mir mal erzählen, wie viele von McCarthy letztendlich beerlangt worden sind. Also, 125.000 Verfahren, das waren mehr, als es überhaupt Mitglieder in der KPD gab. Was letztendlich dafür spricht, ich meine, viele Leute wurden einfach mehrfach verurteilt und verklagt. Die haben teilweise auch schon vor 56 angefangen, was ganz interessant ist, denn erst 1964 wurde im Vereinsgesetz beschlossen, dass erst seit 64 kann man erst jemanden wegen der Mitgliedschaft in Organisationen verurteilen, wenn die auf
Jupp verboten ist und nicht vorher. Die haben das nämlich vorher teilweise gemacht. Jupp Angerfort mal als ein Beispiel, der war damals Vorsitzender der FDJ und war auch im niedersächsischen oder nordrhein-westfälischen Landtag. Jedenfalls, der hat eigentlich die Immunität, der wurde aber auf dem Weg zum Landtag einfach mal von ein paar Schlapphüten ein Auto gezerrt und fand sich dann wieder im Knast für die nächsten 5 Jahre. So, das hat man durchaus auch gemacht. Und später zeigte sich dann aber noch was anderes, nämlich föderale Probleme, wie wir sie heutzutage ein bisschen kennen. Und zwar gab es damals ein reines Kuddelmuddel, nämlich im Punkt, was ist verboten, was nicht. Der VVN war teilweise verboten, in manchen Bundesländern, in anderen nicht. Und das Ganze geht so hin und her. Und da gab es auch einen netten Artikel, zum Beispiel vom Spiegel aus den 60er Jahren, wo quasi in der gleichen Zeit, wo eine Frau damals in Karlsruhe war, die dagegen vorgehen wollte, dass ihre Mitgliedschaft in der sowjetisch-deutschen Freundschaft sie ins Knast bringen sollte, zur gleichen Zeit war in Baden-Württemberg in der gleichen Stadt eine Tagung der deutsch-sowjetischen Freundschaft, denn Baden-Württemberg war die legal, in dem Bundesland, wo die Frau herkam, nicht. So, und so sah es eben auch sehr kompliziert aus, was jetzt eigentlich legal, was jetzt nicht legal ist. So, 68, es gab immer wieder Bemühungen, wieder kommunistische Parteien zuzulassen. Und 68 wurde dann die DKP neu gegründet, das Urteil wurde nie aufgehoben. Und man hat damals, war Gustav Heinemann Innenminister, der auch eine wichtige Rolle spielt, weil er einer der bekanntesten Gegner des Antikommunismus war, ohne selber Kommunist zu sein. Und da wurde dann klar gemacht, okay, es muss kommunistische Organisationen in Deutschland, es muss einfach die Möglichkeit geben, sich politisch zu artikulieren. Und man hat einfach beschlossen, diese Organisation nicht mehr zu verbieten, ohne das Urteil jemals aufzuheben. Weil das dann allerdings in eine Zeit fiel, wo es dann plötzlich zum ersten Mal eine SPD-FDP-Regierung gab und die CDU-CSU jetzt endlich mal Opposition spielen durfte, war natürlich das Geschrei los, jetzt unterwandert ihr quasi unseren Staat und lasst ihn von lauter Kommunisten unterwandern. Also 71 wurde dann in Hamburg und 72 in ganz Deutschland der berühmte Radikalenerlass erlassen, der letztendlich eigentlich das gleiche war wie die Adenauer-Erlass. Leute, die verdächtigt worden sind, in nicht verfassungstreuen, also weitestgehend kommunistischen Organisationen zu sein, dürfen nicht für den Staat arbeiten, also beziehungsweise Beamte werden. Ihr müsst euch mal vorstellen, damals in den 70er Jahren, wir reden jetzt ja nicht nur von Leuten, die im öffentlichen Dienst arbeiten, sondern Verwaltung oder Professoren oder Lehrkräfte. Wir reden ja letztendlich auch von Postbeamten, Telekom-Leuten und Eisenbahnern. Ich meine, wenn du im Staat keinen Job kriegst, dann war es letztendlich eben doch ein Berufsverbot. Denn die Verteidiger sagen ja immer, es war kein Berufsverbot, die hätten ja auch woanders Eisenbahn fahren können. Können sie. Seit, ich weiß nicht, 5 Jahren oder so. Naja. Dieser Radikalerlass war aber allerdings, irgendwann wurde es auch der SPD ein bisschen zu heiß. Es gab einen berühmten Fall, ich habe seinen Namen vergessen, aber einer bekannten Sozialdemokraten aus Schleswig-Holstein, der wurde aus der SPD geschmissen deswegen, weil die SPD hat ja gleichzeitig noch beschlossen, SPD da innen dürfen nicht mit Kommunisten in irgendeiner Weise zusammenarbeiten. Was jetzt blöd ist, wenn man Sozialdemokrat ist in einer Organisation, die sich gegen das Radikalerlass ausspricht. Natürlich trifft man da Kommunisten. Zack, der wurde rausgeschmissen. Dann hat die SPD gemerkt, okay, ihre eigenen Leute finden das auch nicht so cool. Und jetzt kann man quasi sagen, dass seit den 80er Jahren eigentlich hat man davon Abstand genommen. Willy Brandt hat es ja später als einer seiner größten Fehler bezeichnet. Selbst Helmut Schmidt redete davon, dass eigentlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird. Und man fing eigentlich einigermaßen an, das Ganze relaxter anzugehen. So, trotzdem, es gab, die streiten sich noch inzwischen zwischen 1,5 bis 3,5 Millionen Regelanfragen und bis zu 35.000 Verfahren gab es trotzdem. Und zum Teil gibt es die auch noch heute, vor allem in Bayern, die davon noch immer noch nicht so richtig Abstand nehmen wollen und andererseits ist genau genommen sogar noch ausbauen, dieses Verfahren. Nun, damit war es eigentlich, hat sich dann also in der Verfolgung für Kommunistinnen nicht mehr so viel getan. Wobei, vielleicht eine Sache, die noch bemerkenswert ist, man hat ja quasi nicht nur jetzt die Leute in den Knast gestopft, sondern man hat auch, 1952 gab es zum Beispiel ein Entschädigungsgesetz, das war damals, musste wirklich durch einen hartnäckigen Widerstand durchgesetzt worden sein, aber Kommunisten, die quasi Kommunisten geblieben sind, wurden natürlich nicht entschädigt und das ist auch nach wie vor heute so. Es gab mal 2008 eine Anfrage von der Linkspartei und alle anderen Parteien haben dagegen gestimmt, das heißt, auch noch im Jahr 2012 geht jetzt eigentlich die Bundesrepublik Deutschland davon aus, wer als Kommunist im Dritten Reich im Gefängnis oder KZ war, war da zu Recht. Und
Und natürlich wurden den entsprechenden Leuten auch oft die Rente aberkannt, es wurden oft Führerscheine eingezogen etc. Man hat also wirklich in allen möglichen Fronten gegen die Kommunisten gekämpft. Und jetzt möchte ich noch kurz auf eine kleine Gruppe eingehen, das ich ja sehr amüsant fand. Viele kennen wahrscheinlich von euch, ich meine, ich habe hier zwei Bücher, beide konnten sich nicht verkneifen, dieses Motiv zu nehmen. Das ist eines der bekanntesten. Natürlich hat es nicht nur in den 50er Jahren die CDU benutzt, in den 70ern auch die NPD. Und es gab noch eine dritte Gruppe, die dieses Motiv benutzt hat, die Maoisten. Denn spätestens nachdem Franz Josef Strauß und Mao Zedong sich die Hände geschüttelt haben, war klar, dass die Maoisten, dass der Feind nicht die BRD ist, sondern die Sowjetunion. Und irgendwann haben sie sich quasi so beliebt gemacht bei Konservativen, das ist ohne Witz, dass sogar jemand wie Genscher sagt, ich möchte die Maoisten in der politischen Landschaft der Deutschen oder Bundesrepublik Deutschland nicht missen. Denn jetzt gab es nämlich nochmal ein neues Problem für Kommunisten, das waren die Maoisten, die jetzt auch gerne mal sie überfallen haben und auch durchaus für ein Verbot der DKP gekämpft haben und immer wieder betont haben, wie wichtig die Landesverteidigung ist. Es gab also nicht nur Antikommunismus von Sozialdemokraten, Liberalen und den Songansiven, sondern auch von Maoisten. So, das war jetzt mal so eine einigermaßen kurze Einführung in die wichtigsten juristischen Verfolgungsgeschichten in der Bundesrepublik Deutschland. Die Frage ist jetzt, wie sah es international aus? Es gab natürlich schlimmere Länder, ganz klar. Einer der krassesten war wahrscheinlich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Indonesien, wovon man geht inzwischen davon aus, dass wahrscheinlich bis zu 3 Millionen Leute damals innerhalb von einem halben Jahr letztendlich zerstückelt worden sind von Islamisten. Auch so Sachen im Irak, im Iran wurden ja auch Kommunisten zu Hunderttausenden hingerichtet. Allerdings, innerhalb der NATO, die letztendlich ein antikommunistisches Kampfbündnis war, unter den Demokratien, dann ich meine Spanien, Portugal, Griechenland und Türkei, waren auch Mitglieder der NATO, aber da gab es oft nicht so wirklich viele andere Parteien, war wirklich die Bundesrepublik Deutschland einfach der krasseste von allen. Also mal als Vergleich, ich meine in Frankreich und in Italien, da waren die kommunistischen Parteien im Abstand größten Parteien, die es gab. Die waren in Millionenstärke. Und für die Italiener oder Franzosen zum Beispiel war es auch völlig klar, dass eine kommunistische Partei eine ganz normale Partei für die ist. Denn die waren ja bei der Resistance mit dabei, die waren bei den Partis Fadesan mit dabei. Und selbst die USA war eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was die BRD gemacht hat. Deswegen werde ich mal kurz auf diesen berühmten McCarthy oder das, was als McCarthyism bezeichnet wird, eingehen. Hier in der Mitte vielleicht mehr wisst, wer das ist. Also McCarthy selber war einfach eigentlich ein völlig unbedeutender Senator aus Wisconsin, war damals einer der jüngsten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, der da reingekommen ist in den Senat. Und der hat relativ schnell verstanden, das Beste eigentlich ist es als Senator, wenn man in den Medien ist. Und das ist man in den Medien mit Sachen, die Medien natürlich interessieren. Und was ist interessanter, als wenn ich mich hinstelle und sage, ich habe 205 Namen von Kommunisten im Außenministerium. Also hat er das gemacht. Später wollten die Leute natürlich wissen, wer das jetzt genau ist. Es gibt diese Liste nicht, das hat er erfunden. Aber es hat dafür gesorgt, dass er plötzlich bekannt war und auch seine ganzen Gegner, die immer wieder betont haben, es gibt keine Liste. Und das hat er einfach alles erfunden. Das war in dem Moment irgendwie egal. Er schafft es immer wieder in die Medien und so ein gewisser Shootingstar zu werden, weil er hat ja ständig sich neue Sachen ausgedacht. Er hat, ich meine, es ging am Ende so weit, irgendwas nicht nur das Außenministerium an Kommunisten, Hollywood an Kommunisten, irgendwann war auch die gesamte US Army Kommunisten. Irgendwann war Roosevelt ein Kommunist, Truman war ein Kommunist, selbst der eigene republikanische Präsidentenkandidat Eisenhower wurde irgendwo von ihm als verkappter Kommunist bezeichnet, weil er nämlich irgendwann gesagt hat, dass der Typ einen an der Waffel hat. Und er trotzdem hat das dann geschafft, ein Komitee zu kriegen, weil, die, wie gesagt, die haben dann irgendwann gewonnen, die Republikaner unter Eisenhower, und er bekam sein nettes, schönes Komitee. Und wie gesagt, McCarthy hat es geschafft, in diesem Komitee, ich habe eine Ahnung, wie viele Leute da vorgeladen worden sind. Nee, 653. Also im Vergleich zur BRD 125.000, 653. Das waren letztendlich die Sachen, mit denen sich McCarthy beschäftigt hat. Dazu muss man sagen, er war nicht der Einzige. Es gab noch das House of Un-American Activities. Die waren ein bisschen größer. Es wurden in den USA, man geht inzwischen von ein paar Tausend, nicht ganz so viele wie in Deutschland, wurden inhaftiert. Es wurden halt vor allem viele Leute entlassen. So 13.000 ungefähr sind jetzt nicht nur wegen ihm, aber wegen auch anderen kommunistischen Verdächtigungen entlassen worden. Aber wie gesagt, er, der immer dafür steht, er ist eigentlich vor allem deswegen so bekannt, weil er so wahnsinnig war.
und wird auch in der amerikanischen Geschichte als so jemand behandelt, weil ich meine, jemand, der am Ende wirklich jeden, selbst seinen eigenen Präsidenten als Kommunisten bezeichnet, ja, das ist natürlich schon mal eine ganz besondere Liga. Aber wie gesagt, 1954 war es denen dann einfach zu blöd und sie haben einfach ihn verurteilt wegen ungebührigen Verhaltens. Und da musste er aus dem ganzen Zeug raus und die Klappe halten. So. Also merkt euch, wenn ihr Antikommunisten seid, das ist schön und gut, aber nicht euren eigenen Präsidenten als Kommunisten beschimpfen. Es gab aber noch eine interessante Geschichte im Ausland, wobei jetzt wird's. Ich glaube, ihr Kali und Vincent werden nächstes aber vielleicht ein bisschen mehr darauf eingehen, nämlich Gladio. Gladio ist so eine Geschichte, die kennt man noch gar nicht so lange. Und zwar war das ein Versuch von CIA und anderen Geheimdiensten. Wie lange Zeit war das eine Verschwörungstheorie? Jetzt weiß man, das war keine. Was die Idee, man bildet sogenannte Einheiten aus, rüstet die mit Waffen aus, bildet sie aus und wenn die Sowjetunion kommt, die Kommunisten, dann machen die Partisanenkampf. Was ich bereits Anfang der 50er Jahre für die CIA gezeigt hat, war, dass es eigentlich dumm war, Nazis dafür zu nehmen. Es gibt da irgendwie so einen schönen Bericht dann für CIA-Leuten, weil unter anderem eben dieser Bund Junges Deutschland, das war wahrscheinlich eine Gladio-Organisation. Die haben einfach auch eigene Dinge gemacht. Und vor allem in Italien, da ist es einigermaßen gut aufgeklärt, gab es die Strategie der Spannung, weil die Kommunisten einfach nicht kamen, also zumindest nicht die anderen, man hatte nur die eigenen, haben sich irgendwann gedacht, okay, kümmern wir uns doch um die. Also, die begehen einfach Mordanschläge ohne Ende und sagen, die Kommunisten waren es. Das ging auch eine Zeit lang relativ gut. Irgendwann ist dem Richter aufgefallen, dass das alles irgendwie sehr haarsträubend ist, was ihm da als Beweise vorgelegt worden sind. Und irgendwann flog die ganze Sache auf. Wie wir aber inzwischen wissen, es gab die Sanktionen überall, wahrscheinlich auch in Deutschland. Aber was noch vielleicht, nur kurz zum Italienischen, da gibt es ein schönes Zitat vom General Vito Micheli. Der war damals der Chef des militärischen Geheimdienstes und war NATO-Funktionär. Und der hat sich dann Anfang der 90er ziemlich drüber aufgeregt, als nämlich der damalige italienische Ministerpräsident Andreotti im Parlament erzählt hat, ja, das stimmt, die gab es und ja, die haben das gemacht. Und er kommentiert es folgendermaßen, ich bin nicht ins Gefängnis gegangen, weil ich die Existenz dieser supergeheimen Organisation nicht enthüllen wollte. Und jetzt kommt Andreotti und erzählt es dem Parlament. Also, es war letztendlich klar, es gab ein relativ großes, mächtiges Netzwerk in Italien weißen Zeit, weil die haben weitestgehend alle ausgepackt. Es gab es aber auch in Deutschland und darüber weiß man relativ wenig. Es gibt da ein paar Indizien, Wehrsportgruppe Hoffmann, diese Geschichte mit dem Oktoberfest-Attentat, wo nicht so ganz klar ist, ich meine, bei der bundesdeutschen Justiz war es bisher immer so, Einzeltäter, 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 selbst diese 263 Waffenlager, die sie in der Lüneburger Heide gefunden haben, mit tonnenweise Giftgas und Panzerfäusten, war laut bundesdeutscher Justiz ein Einzeltäter. Wie gesagt, man weiß es in Deutschland eben nicht, aber es besteht durchaus die Annahme, dass es vielleicht auch in Deutschland ein gar nicht so kleines Gladio-Netzwerk gab und dass die durchaus nicht einfach nur mit Waffen rumgespielt haben, sondern sie auch eingesetzt haben. So, somit zum internationalen Vergleich. Also es gab krassere Länder, aber jetzt von seinem juristischen Standpunkt her, das krasseste war unter den NATO-Demokratien einfach mit Abstand die BRD. Und es gab auch irgendwie wieder Stress, deswegen, vor allem Frankreich hat sich mal wieder maßlos darüber aufgeregt, wie es denn sein kann, dass die Parteien verbieten, wie es sein kann, dass die es Radikalenerlasse machen. Und jetzt komme ich zum dann auch schon letzten Teil, nämlich dem Antikommunismus als Vergesellschaftung. Und da habe ich mal 4 Punkte genommen. Die Westintegration, soziale Marktwirtschaft, politische Bildung und Vergangenheitsbewältigung. Wenn ich der Meinung bin, dass eben der Antikommunismus in dem Bereich eine relativ starke Rolle gespielt hat und man eigentlich sich die BRD ohne Antikommunismus kaum vorstellen kann. Kommen wir mal zur Westintegration. Also eigentlich ist ja die Gründung der BRD bereits ein antikommunistischer Akt. Denn es war klar, wenn wir die BRD gründen, dann wird es keine gemeinsame Verwaltung Deutschlands mehr mit der Sowjetunion geben. Und warum? Weil man es eben auch nicht wollte. Man sah sich außerstande oder man wollte nicht oder man glaubte der Sowjetunion einfach nicht. Und es war klar, man wollte jetzt diese BRD gründen, da hat die Sowjetunion nichts zu sagen. Jetzt musste das natürlich auch so sein, das war einmal so eine Intention teilweise der Alliierten, teilweise aber auch der beteiligten Deutschen, die sagten, okay, das wird nicht funktionieren, wenn die Sowjetunion was zu sagen hat.
Zum Teil müsst ihr euch auch vorstellen, es gab ja ein riesiges Heer an Nazi-Funktionären. Ich meine, Deutschland war ja vorher noch einiges größer. Die sind natürlich am liebsten in die BED gekommen, die überhaupt kein Interesse daran hatten, mit der Sowjetunion Teil in einem Staat zu sein, wo die was zu sagen hat, die auch Angst davor hatten, dass die zur Rechenschaft gezogen werden, zumindest viel mehr als in der BRD. Es gab die ganzen Vertriebenen, von denen es auch ein paar Millionen gab, die auch immer wieder Schauergeschichten erzählt haben, vom Roten Osten, und es gab natürlich auch DDR-Flüchtlinge. Es gab also einen relativ großen, politisch durchaus bedeutenden Pool von Leuten, die haben gesagt, okay, DDR, Sowjetunion, Kommunismus, geht überhaupt nicht, das sind die größten Barbaren, wir sind schlimmer als die Nazis. Wir müssen was Eigenes gründen, wir müssen uns vor allem gegen die aufrüsten und wappnen. Und somit sollte die BRD auch so eine Art Vorzeigestaat werden. Und vor allem eben ein Vorzeigestaat der Antikommunisten des Westens. Was nur interessant ist, weil Deutschland hat sich eigentlich nie als Teil des Westens gesehen. Plötzlich war es Teil des Westens. Also musste man natürlich möglichst pluralistisch, kapitalistisch, christlich-konservativ sein. Und zu sagen, hey, das könnt ihr bei uns machen und das funktioniert sogar noch viel besser als bei euch. Ein Punkt da war natürlich die Besatzungstruppen, die Amerikaner, Briten, Franzosen. Die Deutschen mochten die nicht. So. Für die waren das einfach Besatzer, die sie ausbeuten. Ich meine, es gab auch Geschichten, dass die Amerikaner vergewaltigen und stehlen und alles Mögliche. Das hat natürlich jetzt nicht gepasst. Und ein großes Ding war natürlich Versailles. Das war die große Gefahr, dass wieder das passiert, was wegen Versailles. Angeblich passiert das nämlich, dass die Deutschen sich als ein Land betrachten, das von ausländischen Mächten kontrolliert wird, das besetzt wird, das ganz viele Dinge nicht darf, weil die das nicht erlauben. Aber das waren diese Soldaten da und man brauchte die natürlich, diese Ausländischen, um sich gegen Kommunisten zu verteidigen. Also um zu erklären, sie sind unsere Verbündeten. Es sind natürlich nur dann glaubwürdig Verbündete, wenn man auch eine eigene Armee hat. Also musste man eine Armee aufbauen. Jetzt waren allerdings auch die meisten Deutschen eigentlich gegen die Armee, weil in dem Krieg haben sie es ja wirklich zu spüren bekommen. Es gab eigentlich kaum, also anders als im Ersten Weltkrieg, der Krieg fand mitten in Deutschland statt. Millionen von deutschen Soldaten sind gestorben und waren verwundet und die hatten echt keinen Bock mehr drauf. Also musste man allerdings auch klar machen, wer Pazifist ist, ist ein Kommunist. Und wer ein Kommunist ist, ist ein Vaterlandsverräter. Und das war eben ganz lange so. Es war also Staatsräson, man war jetzt Teil vom Westen, denn es ist eindeutig viel besser. Und dafür brauchen wir allerdings diese Armee und die Amerikaner sind unsere Verbündeten. Und es hat einige ziemlich lange gedauert, bis man die Deutschen davon einigermaßen überzeugt hat. Es war also nicht so, als ob die von Anfang an sagten, uhu, Befreier. Da mussten sie ziemlich lange dran arbeiten. Und eine Möglichkeit des Ganzen, neben den klassischen Schauergeschichten, wie schlimm es letztendlich unter den Kommunisten ist, war soziale Marktwirtschaft. Man zeigt eben, man hat das bessere wirtschaftliche System und ich will es am Ende alle besser gehen. So, jetzt gibt es natürlich diesen, einer der wichtigsten Dinge war der Marshallplan. Der Marshallplan, die Idee war das Ganze, man macht es eben nicht mehr wie nach Versailles irgendwie, die müssen ganz viele Reparationen zahlen, sondern ihr kriegt Geld. Was ja schon so bizarr ist. Aber jetzt haben sich viele Leute gedacht, okay, das klingt ja schon mal gut, ihr seid also unsere Verbündeten und ihr gebt uns sogar Geld. Es war natürlich klar, dass das Geld nicht einfach so kam. Wie gesagt, die Kommunisten mussten aus den Gewerkschaften rausgeschmissen werden und bestimmte wirtschaftliche Sachen waren klar. Klar war es, es gibt keine groß angelegten Verstaatlichungen. Es war nämlich so, man hat schon relativ früh angefangen, Länderverfassungen verabschieden und in vielen Länderverfassungen war eine Verstaatlichung vorgesehen, von Industriebetrieben zum Beispiel. In Sachsen gab es eine, die meisten waren dafür, es gab auch noch eine in, was jetzt, Hessen oder NRW, die wurde natürlich auch angenommen und da haben die Amis gesagt, könnt ihr vergessen, das Ding kassieren wir ein. Es gibt keine Verstaatlichung. Wir machen hier eine richtige, also eigentlich ist es hier ein Ordoliberalismus, der dann später zu sozialer Marktwirtschaft umbenannt worden ist, den wir fordern. Der war aber nicht populär. Es war eigentlich allen klar, die meisten Deutschen wollten nicht mehr Kapitalismus. Die wollten, wenn überhaupt, mehr Staatsinterventionismus, vielleicht sogar Sozialismus, aber keinen Kapitalismus. Trotzdem hat man es geschafft, im Grundgesetz zum Beispiel weitestgehend kaum ArbeitnehmerInnenrechte einzubauen. Was auch sehr unüblich ist für Europa. Es gibt zum Beispiel in Deutschland, es gibt kein Recht auf Streik in Deutschland. Den sollte es geben. Dann hat aber die CDU der SPD erklärt, dass Streiks ja eigentlich undemokratisch sind, weil das geht ja im Parlament vorbei. Vor allem für politische Forderungen. Und dann hat die SPD das eingesehen, deswegen wurde das rausgenommen. Es gibt in Deutschland nur das Recht, eine Gewerkschaft zu gründen und Mitglied von ihr zu sein, nicht zu streiken.
Und das, um das Ganze wirklich durchzusetzen, war klar, das kann nicht demokratisch funktionieren. Der Kapitalismus kann in Deutschland nicht demokratisch eingeführt werden. Also gründen wir doch diesen Frankfurter Wirtschaftsrat. Der wurde dann von der SZ auch ein wirtschaftliches Ermächtigungsgesetz benannt. Die FAZ schrieb eher von einem wohlmeinenden Diktator. Bei allen war klar, was jetzt Ludwig Erhard tut, ist nicht demokratisch und es ist nicht das, was die Menschen wollen. Aber er hatte offensichtlich Recht behalten und danach ging es allen besser. Was vielleicht nochmal sehr interessant ist, ich meine, hier steht Panzer einstreikende Null. Es war nicht so, als ob die Deutschen einfach besonders passiv wären, wie sie heutzutage gelten. Die Zeit 40 bis teilweise 52 war eine Zeit von Streiks. Die haben ohne Ende gestreikt. Und einer der krassesten waren die Stuttgarter Vorfälle. In den Stuttgarter Vorfällen hatten irgendwann, die Gewerkschaftsführung wollte nicht, dass eigentlich besonders viel gestreikt wird, aber die Leute waren einfach angepisst, es wurde gehortet, die Preise waren festgezurrt, es ging ihnen nicht wirtschaftlich bergauf. Und irgendwann haben die dann einfach die Stuttgarter Innenstadt nach der Kundgebung auseinandergenommen und am Ende kamen die Amerikaner mit Panzern und haben das ganze Ding platt gemacht. Ich meine, kennst du ja vielleicht 1953, als die DDR das Gleiche gemacht hat, das war da ja irgendwann sogar ein Feiertag in der BRD oder ein Trauertag. Aber dass es auch in Stuttgart amerikanischen Panzereinsatz gegen deutsche Arbeitskräfte gab, darüber redet man heutzutage lieber nicht. Ähnlich wie den Generalstreik von 48, wo dann quasi 80% aller deutschen Beschäftigten in den Streik getreten sind. Aber auch wenn das jetzt krass klingt, also wenn man sich genau beschäftigt, selbst das war eigentlich ein Schmarrn, weil der DGB, die haben einfach die Amerikaner gefragt, ob es okay ist zu streiken. Und die haben gesagt, ja, wer dir alles nicht macht, was man macht, wenn man streikt. Nämlich bekannt geben, dass man streikt und sich hinstellen und sagen, man streikt. Geht nach Hause, macht euch einen schönen Tag und das zählt dann als Streik. Das war auch der Generalstreik von 48. Trotzdem haben 80% mitgemacht. Ja. Kurze Klärungsfrage zu den Stuttgarter Vorfällen. Gab es da auch Auseinandersetzungen oder sind die immer aufgefahren? Wie sah das aus? Tote oder Verletzte? Es gab, nachdem er sich gefunden hat, gab es keine Tote, es gab jede Menge Verletzte. Also die sind ja quasi, was sie gemacht haben, es gab diese Kundgebung und irgendwann... Kundgebung kennen wir, langweilig. Die haben also angefangen, Geschäfte auseinanderzunehmen und Autos auseinanderzunehmen. Es kamen erst die Deutschen oder Stuttgarter Bullen. Die haben es aber nicht, dann haben sie die verprügelt. Und dann haben die Amis geholt. Die kamen dann erst mit Bajonetten und Tränengas. Und irgendwann, als sie dann die Panzer aufgefahren haben und Artillerieeinheiten aufgebaut haben und mit Kavallerieeinheiten kamen, waren den Demonstranten klar, also da werden wir jetzt wahrscheinlich draufgehen, wenn wir da noch weitermachen. Und dann wurde das Ding auseinandergenommen. Und es war dann auch klar für alle anderen. Ich meine, die wurden noch kritisiert, die Amerikaner, aber ich meine, ihre Perspektive war klar, jetzt habt ihr es verstanden. So, streiken nur noch zu unseren Bedingungen. Und ich meine, also die DGB war ja vorher schon nicht besonders eine krasse Organisation. Man muss dazu sagen, die Stuttgarter Vorfälle waren überhaupt nicht von denen geplant. Die fanden es überhaupt nicht cool, dass das passiert ist. Aber es ist passiert. Deswegen gab es dann diesen völlig kastrierten Generalstreik, der aber trotzdem immer 80% aller Beschäftigten mitgemacht haben. Und was noch interessant ist, Bayern galt lange Zeit als das Streikland per excellence. Die haben auch ständig gestreikt. Und die bayerische Bereitschaftspolizei gibt's wegen Streiks. Weil die so oft gestreikt haben, haben die Bayern beschlossen, sie brauchen eine kasernierte Polizei. Weil sonst arbeitet ja keiner mehr. So. Also als dann irgendwann klar war, die Gewerkschaften, den haben wir mehr oder weniger... Das heißt, das Genickbogen kann man nicht sagen, aber die werden jetzt nicht mehr viel reißen. Und die, die sich außerhalb der Gewerkschaften betätigen, die wissen, was passiert. War das ja einigermaßen das System dann einigermaßen fix. Es ging ja bald auch wirtschaftlich bergauf. 1952 gab es nochmal eine interessante Sache, die auch noch Relevanz für später hat. Und zwar soll es damals ein neues Betriebsverfassungsgesetz geben. Das war eine abgeschwächte Version für alle Betriebe unter 2000 Beschäftigten. Und die Gewerkschaften waren ziemlich angepisst. Und was ist passiert? Die Drucker haben einfach beschlossen, in ganz Deutschland das Gesetz drucken wir nicht. Was eigentlich eine coole Aktion war. Das Problem war nur, ich meine, es gibt ja diese im Dritten Reich geschulten Richter und die haben sich da was Schönes ausgedacht. Und zwar gibt es einen Paragraphen, der letztendlich die Entschädigung bei Mord und Körperverletzung regelt. Und da gibt es diesen kurzen Absatz und sonstiger Rechte. Und die haben einfach beschlossen, das Recht, einen Betrieb zu führen, ist genauso ein Recht wie zu leben und unversehrt zu sein. Und wenn also jetzt quasi Gewerkschaften mir das Recht nehmen, meinen Betrieb zu führen, dann müssen die Schadensersatz leisten. So, 1952 war klar, wer aus politischen Gründen streikt, muss Schadensersatz zahlen. Und seitdem kann man ja aus Deutschland nicht mehr aus politischen Gründen streiken. Weil es ist ja gleicher Entschädigungsparagraf wie für Mord und Totschlag. So.
Also klar, die Gewerkschaften machen keinen Ärger mehr, die Reformen sind durch. Dann gab es noch eine nette Sache, die auch noch gemacht worden ist, und zwar Eigenheim statt Kommunismus, was man auch von Anfang an gedacht hat, okay, Plattenbauten, Sozialwohnungen, das machen Kommunisten, kapitalistische Arbeitskräfte, die wollen auch Eigentum, nämlich Eigenheime. Und so hat man am Anfang sehr viel Geld in Eigenheime gesteckt. Da gibt es auch ein schönes Zitat von Adenauer, warum sie das machen, denn gerade der Besitzlose soll durch Sparen, Selbsthilfe und öffentliche Förderungsmittel zum Eigenheim gelangen und so der Proletarisierung und der Vermassung entrissen werden. Also selbst so was Banales, eigentlich übersetzt wie eine Eigenheimförderung, Eigenheimzulage, war ein antikommunistisches Mittel. So. Oder wurde als solches aufgefasst. Und ich meine, klar, jetzt die Kommunisten sind besiegt, also kann man jetzt nicht nur den Sozialstaat abschaffen, sondern auch die Eigenheimzulage, wie seit 2000, also die gibt es jetzt nicht mehr, ne? Denn wir haben gewonnen. So, jetzt zum Projekt der politischen Bildung. Das ist netterweise ein Plakat, das ich gefunden habe von der SPD, die ja schon quasi in der Weimarer Republik den Kommunazi kreiert hat. Betont, dass Kommunisten und Nazis irgendwie dasselbe sind. Und es gibt auch so ein schönes Zitat, dass irgendwie, wer das noch? Dass ja irgendwie die Arbeitgeber, die fürchten nicht die Kommunisten, die fürchten nicht die Nazis, die fürchten nur die Sozialdemokraten. So, aber letztendlich diese These, dass es also Kommunisten und Nazis das Gleiche sind, das war jetzt nichts, was man sich später ausgedacht hat, das gab es schon früher. Und wie gesagt, da musste man jetzt weder Sozialdemokraten noch Konservative unbedingt davon überzeugen. Und so hat man beschlossen, die Totalitarismus-These, wie es damals genannt wurde, heutzutage nennt man es eher Extremismus-These, war von Anfang an dabei. Das Grundgesetz als solches wurde bereits in diesem Kontext geschaffen. Es wird immer sehr viel von Freiheit und von Menschenwürde der Rede. Es gibt ja oft unter Juristen Diskussionen, also das Grundgesetz sagt nicht, was es will, es sagt ja nur, was es nicht will. Und es gibt ja dann diese Kommentare, die erklären, was ein Grundgesetz, was die meinen. Und schon da hat man ganz am Anfang reingeschrieben, was wir meinen, ist, keine Nazis und keine Kommunisten sollen mehr irgendeine Macht haben. Das ist die Grundidee hinter dem Grundgesetz. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, wenn die 5 Kommunisten, die am Grundgesetz mitgearbeitet haben, dann auch alle im Knast gelandet sind. Auch wenn sie damals behauptet hätten, also es wird die Zeit kommen, also wir haben es ja nicht unterschrieben, es wird die Zeit kommen, dann müssen wir es gegen die Verfasser verteidigen. Ja, hat nicht funktioniert. Nun, man hat also jetzt beschlossen, man muss diese Idee, wird jetzt ein wichtiger Teil der politischen Bildung in Deutschland. Sehr interessant finde ich hier noch, auch wieder von Adenauer, was er 47 gesagt hat, wie das ganze System dann aufzufassen ist. Aus dem Materialismus stammt der Kapitalismus, stammt der Sozialismus und stammt der Nationalsozialismus. Deshalb wollen wir heute die Rückkehr zum christlichen Denken. Also sie haben es teilweise sogar geschafft, alles was irgendwie mit Ismus endet, und Christentum ja irgendwie nicht, ist böse. Deswegen Christentum und soziale Marktwirtschaft, nicht Kapitalismus. Das ist nämlich wie Kommunismus. So. Und so gab es dann auch im Jahr 1962 die sogenannten Totalitarismus-Richtlinien der Kultusministerkonferenz, in dem sich festgelegt haben, bei der Darstellung des kommunistischen und des nationalsozialistischen Totalitarismus sind ihre verwerfliche Zielsetzung und ihre verbrecherischen Methoden deutlich zu machen. Die Tatsache, dass die beiden Systeme einander bekämpft haben, darf nicht über ihre enge Verwandtschaft hinwegtäuschen. Es gab dann auch immer so, das habe ich jetzt nicht mehr eingebaut, immer so schöne Bilder, wo man halt irgendwie einen Aufmarsch von der SA sieht, einen Aufmarsch von der FDJ, fahren da, fahren dort, das Gleiche. Und so wurde dann teilweise eben gemacht. Und am krassesten war, sie haben sich ja dann teilweise hingesetzt und es wurde nun, weil Deutschland war jetzt ein westliches Land, also wurde nun im Geschichtsunterricht beschlossen, eine historische Linie zu ziehen, in der Deutschland immer das Land war, was den Westen vom Osten verteidigt hat. Also Mongolen, Hun, Slawen, Sowjetunion. Das war immer wieder das Gleiche und Deutschland hat sie immer wieder abgewehrt. Und die politische Bildung, wie gesagt, die kennst du noch bis heute. Es gibt ja dann immer noch den Rechts- und den Linksextremismus und jetzt auch noch den Islamismus. So, das hat also auch das Bildungssystem massiv geprägt. Jetzt kommen wir noch zum letzten, der Vergangenheitsbewältigung. Denn klar war irgendwie, Nazis sind so 1945, das ist ja vorbei. Wer noch da ist, das sind die Kommunisten. Und klar, damit muss man sich jetzt auseinandersetzen und nicht mit diesen ollen Kamellen. So, es gab auch relativ schnell unter der deutschen Bevölkerung die Darstellung, ey, irgendwie unsere Häuser sind kaputt,
unser Vater ist tot, unserem Opa fehlt ein Bein, wir sind die wahren Opfer. So, und das wurde sehr stark immer wieder gesagt, wir sind die wahren Opfer. Es gab ja massive Proteste gegen die Entschädigung, so, warum Entschädigung gegen die Juden? Ich meine, schaut auch uns an, wir haben auch nichts zu essen. Da waren dann natürlich dann vor allem die Kommunisten, gehalten waren erst nervig, weil sie ständig irgendwie was Eigenes wollten, weil sie was Besseres wollten. Teilweise gab es die Thesen, ja, am KZ ging es den Leuten ja gar nicht so schlecht, uns ging es viel schlechter an der Front. Und dann später wurden natürlich Kommunisten, auch Willy Brandt, wurde natürlich sehr übel genommen. Die war ja gar nicht in Deutschland. Der war ja in der Emigration. Das war ja ein Feigling, ein Vaterlandsverräter. Und die Kommunisten, was habt ihr gemacht? Widerstand? Ihr habt der Sowjetunion Informationen geliefert. Ihr habt also deutsche Soldaten auf dem Gewissen. Also das heißt, die konnten jetzt nicht wie in Frankreich oder Italien so, hey, wir haben Widerstand geleistet, das war nicht so, oh cool, sondern ihr habt was gemacht? Also in gewisser Weise muss man ja fast froh sein, dass die BRD den auch noch hingerichtet hat als Vaterlandsverräter. Also die konnten damit überhaupt nicht punkten. Und gleichzeitig gab es dann auch lange, lange, lange Zeit hier in Deutschland die These, der Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion kam ja nur im Angriff der Sowjetunion zuvor. Und die Kommunisten, die fanden es auch noch gut, dass die gekommen sind. Ja, und somit konnte man sich also, hat man sich immer weniger mit dem Dritten Reich der ersten Jahrzehnte beschäftigt, also eigentlich gar nicht, sondern vielmehr mit dem, was die Kommunisten so heutzutage getrieben und früher getrieben haben. Und es ging sogar so weit, dass wenn es da mal Nazi- oder Neonazi-Sachen gab, es gab ja Anfang der 60er, Ende der 50er, gab es eine Zeit, da gab es ganz viele Hakenkreuze überall und Nazi-Schmierereien. Und wer war natürlich, hat das gemacht? Natürlich die DDR. Das war ganz klar, nur die, wenn, ich meine, Nazis gibt es ja nicht mehr, ne? 45 ist vorbei. Und das schadet Deutschland, also muss es die Stasi sein. Und es wurde relativ lang immer die Idee. Und da gab es noch, ich weiß nicht, wer bei Facebook das gelesen hat, über diesen Albert Norden. Es gab auch irgendwann mal das Braunbuch. Und das Braunbuch war einfach eine Sammlung der DDR, weil die hat natürlich mit der Stasi extrem viel Material gesammelt. Vor allem natürlich über die BRD. Wer war in der BRD? Also wer ist da jetzt wichtig und hat eine ziemlich üble Nazi-Vergangenheit? Und die haben so 1800 Namen gesammelt in dem Buch. Das haben sie dann auch in Deutschland rausgegeben. Es wurde dann beschlagnahmt auf der Frankfurter Buchmesse. Ein großer Skandal. Der Richter hat nämlich sich selbst eine Autorität gegeben, das beschlagnahmen zu dürfen. Ich habe dann später noch ziemlich Ärger deswegen, weil man wollte jetzt eigentlich Entspannung. Aber auch da war es klar, am Anfang war es einfach so, oder für die sogar ganz gut, da die ganzen Anschuldigungen, dass die Nazis sind aus der DDR kamen, konnten die nicht wahr sein. Und weil sie von der DDR waren, war es ja eh Schmarrn, deswegen musste man sich damit gar nicht auseinandersetzen. War Lübcke wirklich ein Nazi? Wer hat das gesagt? Die DDR? So. Und somit konnte man eben mit dem Hinweis, quasi, A, Nazis sind passé, B, Kommunisten sind die neuen Feinde und die Kommunisten behaupten, wir haben immer noch Nazis oder Leute mit übler Vergangenheit am Werk, musste man sich damit einfach nicht auseinandersetzen. Und hat das gemacht. Und ich glaube, das ist letztendlich auch, also mal abgesehen davon, dass natürlich der Grund, warum wir jetzt die soziale Marktwirtschaft haben, warum wir jetzt dieses Grundgesetz haben, warum wir diese ganze, diesen politischen Kontext haben, in dem heutzutage verhandelt wird. Abgesehen davon finde ich, glaube ich, auch, dass einer der krassesten Sachen einfach war, die der Antikommunismus bedeutet hat, war, dass man sich in der BRD lange Zeit schlicht und ergreifend nicht mit Nazis auseinandersetzen musste. So, und damit würde ich jetzt eigentlich auch schon aufhören. Und habe am Ende vielleicht ein nettes Bild gefunden von einem, ja von zwei wahrscheinlich der bekanntesten Antikommunisten, die uns nochmal klar machen, worum es eigentlich ging beim Antikommunismus und warum die quasi so viel Aufsicht genommen haben, diesen zu bekämpfen. Und damit würde ich jetzt auch schon wieder aufhören, die Raucherpause eröffnen.